Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Social Empires. Ja, zu Beginn dieser Folge besuche ich mal den Marco Schmidt. Ja, besuchen. Am Anfang besuche ich immer einen. Naja, nicht immer, aber einen. Also ich weiß nicht. Einen auf jeden Fall. Also einen besuche ich oft. Ja. Aber zwei, naja. Eigentlich besuche ich immer einen. Habe ich am Anfang was ich machen kann. Wow, wie viele Türme der hat. Oha, das muss so viel Stein gekostet haben. Boah, also die Menge an Türmen. Und der hat ja auch hier das Wetter geändert. Ja, das ist, ich weiß nicht, welche Zeit das, also welches Wetter das ist, aber das kann man doch mit der Wettermaschine gut machen. Frost Extreme Dragon. Wow, auch cool. Ja. Ah, oh, da hat er sogar einen Himmelsturm 2. Die sind auch cool. Ah, die kosten ja echt Kohle. Echt Kohle. Wow, goldene Extreme Dragon Rider. Wow. Also die Sachen, die der hat, die sind ja echt geil. Ein Terra Feuerkoloss und Feuergott auch. Und der hat richtig coole Sachen. Ein Seelenkoloss hat der auch. Ja, die sind cool. Und den Genesis Schattengott. Ja, dann widmen wir uns noch mal wieder die Sachen, die ich mache. Ja, die Sachen, die ich mache? Was mache ich denn? Ja, ich habe doch vorhin noch gesagt bekommen, dass ich mit meinen Truppen eigentlich viele Inseln machen kann. Also ich könnte alle Inseln durchspielen, aber ich bin zu faul dafür. Zur Faulheit ist da immer doof. Welche Insel habe ich denn noch nicht gespielt? Welche war das denn? Ach, das war die wilde Insel, ne? Ja, die muss ich doch noch mit euch spielen, ja. Auf der wilden Insel leben wilde Kreaturen. Und diese wilden Kreaturen sind das. Ja, die sind von mir, ne? Habe ich ja in dem anderen Let's Play, in dem ich das Spiel gar nicht gewusst, ey. Und dann denke ich, Scheiße, das wird aber schwer. Und dann, ja. Okay, du kannst sterben, du Typ. Ja, der Typ kann ruhig sterben. Also der geht mir auf den Nerven. Der kann ruhig sterben. Also der Herkules, ne? Also Herkules ist nicht so gut. Wie viel Leben hat denn diese Burg? Oder was? 10.000? Mein Gott. So viel Leben. Ist aber viel. 10.000 Leben. Oh, schon tot. Schon tot. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gewollt. Schon tot. Schon. So früh, das ist immer gut. Ach, das ist gut, wenn das so früh tot ist, ne? Tot ist tot. Mal gucken, wie explodieren sie denn da alle? Wow. Peng, 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 peng. Und das nächste Ding ist kaputt. Ja. Kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Ach, schicken wir doch mal alle Viecher da durch. Alle Viecher, alle meine Viecher. Aber wobei. Hier schicken wir das mal auf das Rathaus. Und das mal auch auf das Rathaus, ne? Und wenn dann der rote Bahamut sein Veggie-Ei abschießt, kann der auch da attackieren. Und dann sind wir alle glücklich. Glücklichkeit ist schön. Warte, Glücklichkeit, war das nicht in irgendeinem Lied? Weiß ich nicht. Attackiert einfach mal da drauf. Mal sehen, was uns das bringt und fertig. Ja, fertig. Hey, was machen die da vor den Türmen? Die sollen die Türme angreifen und nicht da drum rumglotzen. Er springt euch doch mal da in die Luft und fertig. Ja, so einfach geht das, sich so in die Luft zu springen und dann die Türme effizient zu töten. Springst du dich auch? Ja. Weg ist er. Genau. Weg ist er. Hui. Eine kleine Kanone. Ja, und dann geht's weiter. Wo bin ich stehen geblieben? Weiß ich nicht.
Wo denn? Da, Town Hall. Ja, die Town Hall. Die muss man doch immer gleich zerstören. Zerstören. Oh, zerstören tun wir doch alles gerne, was hier so rumfliegt. Wobei, die Town Hall, die fliegt nicht, die steht. Die steht. Ja, die Town Hall steht. Ein Town Hall, die steht. Das ist ja mal auch lustig. Okay, jetzt ist die Town Hall kaputt. Putt. Putt, putt, putt. So. Jetzt ist sie putt. Wenn ich es sag, dann ist es auch so. Ein Herkules verloren. Ja, den habe ich doch mit Absicht verloren. Den wollte ich eh nicht haben. Ja, nun, Herkules als Verlust ist auch egal. Und dann spiele ich doch gleich noch eine Insel. Ja, welche denn? Das ist die Frage. Das ist die Frage, welche ich spiele. Asiatische? Asiatische? Vielleicht die asiatische. Probieren wir mal aus. Ja. Asiatische Insel. Asiaten, ich mag Asiaten. Von daher gucken wir doch mal, was uns hier denn so erwartet. Town Hall 2. Ja, dann Electric Extreme Dragon und ne, Genesis Dingens. Okay, der Genesis, seine Viecher, die könnten die anderen Viecher anlocken. Ja, anlocken. Anlocken ist immer gut. Ja. Anlocken, anlocken. Yay, yay. Du gehst dahin. Ne? Ey, wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der? Da. Da ist der. Ja. Du machst deine Viecher so. Ja. Wobei ich eh nicht weiß, wie deine Viecher da aussehen. Oh Mann! Drache, geh mir aus dem Weg! Geh mir aus dem Weg! Geh mir aus dem Weg! Oh. Wer meinen Weg kreuzt, sollte mir eher aus dem Weg gehen, ne? Wo haben wir denn da? Da ist der Bull Extreme. Draggy. Nicht Dragon. Dragon ist was anderes. Draggy ist wieder was anderes. Draggy gleich Mini-Drache. Dragon gleich Drache. Verstanden? Ja, das war die kleine Erklärung dazu, ne? Ja, wobei, das ist eh, naja, nur der Unterschied, dass die kleinen ein bisschen kleiner sind und die großen ein bisschen größer. Renn doch mal auch dahin, wobei flieg dahin. Du kannst doch fliegen, also flieg dahin. Oh, das meine? Nee, 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 nee. Da wollen wir nicht hin. Nein, sonst greifen die uns an. Kommt doch nicht in die Tüte. Hä, in welche Tüte denn? Was für eine Tüte habe ich jetzt gemeint? Weiß ich nicht. Also eine Tüte. Asian Isle. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Asian Isle, ne? Weiß ich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Sehen wir ja, wenn das Licht angeht. Wobei, hier ist kein Licht ein, das angeht. Mano. Mano, Mano, Mann. Oh. Nee, 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 nee. Okay, du greifst auch an. Okay, alle greifen an. Planänderung, alle greifen an. Hat ja nur 2000 Leben und wenn die pullen, dann ist doch alles gut. Alles ist gut, solange die Dreggies da sind. Yay. Ach, geht doch mal dahin und ihr müsst doch auch mal was machen. Warum kann ich hier nicht alle Truppen in meinem Viereck drinne haben? Das ist scheiße. Das ist so scheiße. Ja. Aber man kann nun mal nicht alles im Leben haben. Also geht das auch nicht. Ja, leider, 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 leider. Naja, aber macht ja nix, ne? Macht nix. Macht nix, macht nix, macht nix. Town Hall 2. Town Hall 2. Du musst sterben. Die Town Hall 2. Oh, jetzt verliert die schneller Leben. Gut. Jetzt verliert die schnell Leben. Wobei, oh, meine Dinger sterben. Okay, jetzt kommen die anderen aber dazu. Also könnte es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ganz, ganz kleines bisschen. Was doof ist, dass diese großen Drachen nicht über so Mauern fliegen können. Das ist doof. Ja. Das ist doof. Warum geht das nicht? Warum können nur das die Kleinen? Sind die Größen einfach so schwer, dass die dann so da drauf plumpsen würden? Oder was ist der Unterschied zwischen den Kleinen und den Großen? Warum die Großen nicht da drauf fliegen können? Okay,
Town Hall ist doch jetzt eh kaputt, oder? Kaputt, 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 kaputt. Los, 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 geh kaputt, los. 12 Leben und kaputt. Endlich kaputt. 7000 Gold. Naja, nicht viel, aber wer es braucht, der kriegt es. Ja, wenn man es braucht, dann braucht man es halt. Die Reisgebäude, die werden immer wieder geladen, geladen, geladen. Ach, wie schön. Wie schön, dass die Reisgebäude geladen werden. Wey, wey. Oh. Ernten, 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 ernten. Alles geerntet. Ja, jetzt habe ich hier so einen Bullengladiator hingestellt. Als Wache, ich denke mal, wenn da jemand angreift, dann könnte der die ja alle schon kaputt schlagen. Also ich glaube nicht, dass der gegen so ein paar Höhlenviecher da verlieren würde. Besonders mit seiner Spezialattacke. Also, das war das heutige Let's Play von Social Empire.